Freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass ich auch in diesem Jahr wieder Ihr Mittagsloch füllen darf. Ich erkenne einige Gesichter wieder vom letzten Jahr. Das freut mich. Ich hoffe, wir können an den Vortrag vom letzten Jahr entsprechend anknüpfen. Ich habe im vergangenen Jahr vorgestellt, was wir uns unter intuitiv Kranfahren vorstellen. Eine Kransteuerung, wo wir nicht länger den Kran und seine Antriebe einzeln ansteuern, sondern wo wir vielmehr die Last bewegen. Also wo wir mit einem Stellteil, im letzten Jahr war es ein Joystick, eine Richtung vorgeben und die Last bewegt sich automatisch in diese Richtung, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, welcher Antrieb am Kran muss ich dafür wie bewegen. Warum? Das ist unser Versuch, Kransteuerungen menschenzentriert zu machen, bedienerzentriert. Bisher sind Kransteuerungen maschinenzentriert. Wir haben 4 Stellteile, weil wir 4 Hydraulikventile haben oder 4 Antriebe am Kran. Die Steuerungen sehen so aus, wie sie aussehen, weil die Maschine so aussieht. Wir merken das immer mehr, wenn wir uns umschauen, auch hier in der Baubranche, Fahrer oder Operateure, die ihr ganzes Leben lang oder jeden Tag, den ganzen Tag Kran fahren, die werden immer seltener. Wir haben viel weniger erfahrenes Personal, auch auf den Baustellen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, auch für unerfahrene Bediener, die Bedienung möglichst einfach und intuitiv zu machen. Intuitivität ist dabei kein akademisches Ziel, sondern es geht letztendlich darum, Fehler zu vermeiden, es geht darum, Zeit zu sparen und es geht darum, beim Bediener unnötige Frustration zu vermeiden, also ihm Freude an der Bedienung zu ermöglichen. Letztes Jahr haben wir gezeigt, wie sich eine altbewährte Funksteuerung mit Joysticks durch neue Funktionen erweitern lässt, sodass ein intuitiveres System entsteht. Dieses Jahr möchte ich versuchen, die Antwort auf die Frage zu geben, muss eine Kransteuerung immer Hebel oder Joysticks haben? Unsere Antwort lautet nein. Deswegen verstehen Sie bitte meinen Vortrag als Diskussionsanregung. Ich möchte Ihnen zeigen, welche Antwort wir geben auf dieses, wie muss eine Kransteuerung eigentlich aussehen, damit sie intuitiv ist. Meine Einladung an Sie ist an der Stelle, Forschung lebt vom Diskurs. Stellen Sie im Nachhinein, sofern wir dafür Zeit haben, gerne Fragen. Sprechen Sie mich an in den Tagen, ich bin bis Freitag da. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir E-Mails, am Schluss kommen meine Kontaktdaten oder kommen Sie vorbei und probieren Sie es einfach aus. Herzliche Einladung zu uns nach München. Ich setze mich gerne auch mit anderen Meinungen auseinander, davon leben wir. Was habe ich vor mit Ihnen? Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wie sieht es eigentlich aktuell aus? Warum sind Krane wichtig? Da erzähle ich den meisten Leuten hier nichts Neues, das mache ich sehr, sehr kurz. Ich möchte dann darauf eingehen, was sind denn eigentlich Herausforderungen, insbesondere wenn wir über die Funkbedienung sprechen und dann unseren Lösungsansatz präsentieren, eine Auslegerspitzensteuerung mit Tablet-App. Um zu beantworten, bringt es was? Haben wir eine Studie durchgeführt mit erfahrenen und unerfahrenen Kranführern und ich würde da gerne ein paar Ergebnisse zeigen und am Schluss noch ein bisschen zusammenfassen. Legen wir los. Ich denke, für die meisten von uns ist klar, ein Kran hat eine ganz einfache Aufgabe, eine Last von A nach B zu bewegen. Das Ganze, ohne dass die Last zwischendrin irgendwo aneckt, der Kran möglichst auch nicht, die Hindernisse sicher und effizient zu umfahren. So breit wie das Nutzungsspektrum, vom kleinen Kran auf der Hausbaustelle bis hin zum großen Raupenkran mit Gittermast für mehrere hundert bis zu mehrere tausend Tonnen, so breit wie das Nutzungsspektrum ist auch das Bedienerspektrum. Wir haben Krane, die von Profi-Kranführern bewegt werden, die jeden Tag, den ganzen Tag auf ihrem Kran sitzen. Und wir haben Krane, die ein-, zweimal die Woche von einem Mitarbeiter in der Montage gebraucht werden, um ein schweres Teil zu bewegen. Das sind keine Profis, sondern das sind klassische Gelegenheitsbediener. Für Profis wie für Gelegenheitsbediener sind die Krane an den Stellen, wo sie zum Einsatz kommen, unverzichtbar. Immer mehr Krane werden aus offensichtlichen Gründen mit Funksteuerung gesteuert. Funksteuerungen ermöglichen eine große Flexibilität. Ich kann mich immer genau dorthin stellen, wo ich die Last optimal sehe. Vielleicht gibt es Querverkehr, gerade auf Baustellen. Ich kann mich so positionieren, dass ich dem nicht ausgesetzt bin. Ich kann mit mehreren Führern an einem Kran arbeiten, indem ich die Steuerung übergebe. Gleichzeitig ist sicher gewährleistet, es fährt immer nur einer, weil immer nur der das Steuerpult in der Hand hat, auch den Kran bedienen kann. Und nicht zuletzt ist es für den Fahrer einfach auch eine komfortable Geschichte. All diese Vorteile sorgen für das, was wir eine hohe Gebrauchstauglichkeit nennen. Der englische Begriff ist wahrscheinlich bekannter, Usability. Funksteuerungen haben heute schon eine hervorragende Usability im Vergleich zu den Uraltsteuerungen, die wir vom Steuerblock direkt oder aus der Kabine kennen. Funksteuerungen haben Potenzial. Wo ist dann das Problem? Ich habe hier mal einen Kranfahrer mitgebracht.
Der Kranfahrer möchte ganz einfach nur eine Last von A nach B bewegen. Um das zu tun, bewegt er sich auf drei verschiedenen Ebenen mit seinen Sinnen. Wir fangen mal an mit der ersten Ebene. Die Ebene Sehen. Der Kranfahrer hat einen Bewegungswunsch, er möchte Last von A nach B bewegen. Er sieht, da ist ein Weg dazwischen, da sind Hindernisse unterwegs. Diesen Weg möchte er abfahren. Mit dieser Information bewegt er sich zur zweiten Ebene, das nenne ich mal die Denkenebene. Auf der Ebene kommt sein Kran ins Spiel. Er kennt sein Hebemittel, seinen Kran, er kennt die Antriebe, er weiß, ich habe so und so viele Elektromotoren, die drehen sich, ich habe so und so viele Hydraulikzylinder, die fahren sich aus. Und er weiß auch, welcher Antrieb gerade wo steht. Seine Aufgabe ist es jetzt, in dieser Denkenebene die gewünschte Lastbewegung von A nach B aus einzelnen Antriebsbewegungen zusammenzusetzen, sodass in Summe die Hakenbewegung rauskommt, die er braucht. Wenn er die Information hat, wenn er weiß, welchen Antrieb er wie bewegen muss, damit sich der Haken dorthin bewegt, wo er ihn braucht, dann geht er auf die dritte Ebene. Das ist die Tun-, die Händeebene. Das ist das, was wir eigentlich unter Kransteuerung verstehen. Bis dahin ist aber schon eine ganze Menge passiert. Erst wenn er auf dieser Ebene ist, wählt er, basierend auf dem, was er sich gerade auf der Denkenebene überlegt hat, die richtigen Antriebe aus. Er sucht sich die Stellteile, Joysticks oder Hebel, und schaut, welches Stellteil muss er in welche Richtung auslenken, um die Motoren zu bewegen. Das kann einfach sein bei einem kleinen Kran. Bei dem Funksender, den ich hier mitgebracht habe, ich hoffe, da stimmen Sie mir zu. Wenn Sie den anschauen, da muss man erstmal eine Weile hingucken, um festzustellen, welcher Hebel ist denn in welche Richtung für welchen Antrieb verantwortlich. Jemand, der das jeden Tag, den ganzen Tag macht, hat da keine Schwierigkeiten. Aber jemand, der das nicht jeden Tag, den ganzen Tag macht, dem kann man vielleicht helfen, wenn man das Ganze ein bisschen einfacher gestaltet. Ich gebe zu, das ist ein Extremfall, das ist eine Steuerung von einem großen Ladekran, aber diese Steuerung gibt es im Feld zuhauf. Wenn er dann weiß, welchen Hebel er in welche Richtung auslenken muss oder vielleicht mehrere simultan, dann ergibt sich schlussendlich die Hakenbewegung von A nach B. Die eigentlich ganz einfache Aufgabe, ich möchte eine Last von A nach B bewegen, wird so zu einem relativ komplexen Zusammenspiel verschiedener Sinnesorgane und kognitiver Einflüsse. Das Hauptproblem dabei ist, dass die Ebenen untereinander nicht notwendigerweise kompatibel sind. Um von einer Ebene zur anderen zu kommen, muss der Fahrer immer umrechnen. Dabei muss er berücksichtigen, wie sieht mein Gerät aus, wie hängen meine einzelnen Gelenke zusammen, wo steht welcher Antrieb, welche Position habe ich aktuell, wie wirkt sich eine Bewegung auf die Hakenbewegung aus und nicht zuletzt muss er berücksichtigen, wo stehe ich relativ zum Gerät. Wenn ich meinen Hebel nach links auslenke, bewegt sich der Kran dann nach links oder stehe ich auf der anderen Seite? Ich habe ja eine Funksteuerung und der Kran bewegt sich nach rechts. Das Resultat ist das, was wir nicht intuitive Bedienung nennen. Ich muss unglaublich viel denken, um eine fehlerfreie, sichere Bewegung zu ermöglichen. Die Ebenen sind nicht kompatibel. Der Bediener wechselt ständig von einer Ebene zur anderen und muss umrechnen. Das führt zu einer aus unserer Sicht unnötigen Mehrfachbelastung des Bedieners. Das führt aber vor allem zu unnötigen und damit auch gefährlichen Last- und Kranbewegungen. Kein Mensch schaut auf die Joysticks den ganzen Tag, sondern man probiert halt aus, wenn man nicht weiß, welcher Joystick was macht und bewegt ihn in eine Richtung und schaut, was der Kran macht. Unnötige Bewegungen sind Zeitverlust und sind sicherheitskritisch, weil irgendwann eckt man irgendwo an. Warum ist das so? Naja, ich habe es vorher schon gesagt, der Prozess ist über viele Jahre gewachsen und wir kommen von der Maschine. Die Steuerungen schauen immer noch so aus, wie früher das direkt am Steuerblock vielleicht der Fall gewesen ist. Ich möchte daher ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Aus unserer Sicht sind aktuelle Kransteuerungen von der Usability, von der Gebrauchstauglichkeit her verbesserungswürdig. Wenn man in die ISO schaut, sieht man, dass Gebrauchstauglichkeit aus drei Teilen besteht. Effizienz, Effektivität und Zufriedenstellung. Effektivität, da können wir mal einen Haken dahinter machen, glaube ich. Mit aktuellen Kranen ist es möglich, genau und vollständig eine Last von A nach B zu bewegen. Sonst hätten wir sie alle nicht und sie würden nicht verwendet werden. Wir sehen großes Verbesserungspotenzial bei der Effizienz, indem wir den eingesetzten Aufwand, die Umrechnungen minimieren beim Benutzer und wir sehen großes Verbesserungspotenzial bei der Zufriedenstellung, insbesondere bei ungelernten Bedienern oder bei Gelegenheitsbedienern. Hier wollen wir ansetzen. Wie machen wir das? Unser Lösungsansatz ist zweistufig. Ich möchte Ihnen zuerst die Auslegen-Spitzensteuerung kurz vorstellen. So ähnlich habe ich es im letzten Jahr auch schon gezeigt, deswegen mache ich es kurz und Ihnen anschließend zeigen, wie wir letztendlich die Eingabe des Benutzers an den Kran, also den Bewegungswunsch, wie wir den an den Kran übertragen. Beginnen wir mit der Auslegerspitzensteuerung. Was schlagen wir vor?
Wir schlagen vor, dem Clanführer die erste Ebene, die oberste Ebene, die Denkenebene wegzunehmen. Wir ersetzen die Denkenebene durch ein Steuergerät. Das Steuergerät, das kennt die aktuelle Position des Krans. Das ist hier der grüne Punkt mit der 1. Das Steuergerät kennt über Sensoren die Position der Last. Und es erkennt die Position bzw. die Ausrichtung des Benutzers. Das messen wir über einen Sensor in der Steuerung. Damit bleiben übrig die Sehenebene und die Handelnebene. Die Sehenebene, hier markiert mit der 4, der Benutzer sieht die Last am Startpunkt A, er sieht den Zielpunkt B und er nimmt den Weg dazwischen wahr. Unsere Auslegerspitzensteuerung ermöglicht uns, dass er auf der Handelnebene einfach über eine Eingabe an seiner Steuerung in Richtung der gewünschten Lastbewegung, also ich bewege den Joystick in die Richtung oder ich zeige es Ihnen gleich am Tablet, ich mache eine Wischbewegung in die Richtung, direkt eine Lastbewegung auslöst, die zu einer simultanen Bewegung aller Antriebe gleichzeitig führt, die für diese Lastbewegung notwendig sind. Welche Antriebe in welcher Geschwindigkeit und sich in welche Richtung drehen müssen, das wählt das System, das Steuergerät automatisch aus über eine inverse Kinematik. Die Steuerung wird dadurch einfacher. Wir nehmen dem Benutzer eine Ebene weg. Er muss nicht mehr umrechnen, um in diese Ebene rein und aus dieser Ebene rauszukommen. Und die zwei Ebenen, die er hat, sind deckungsgleich. Wenn er auf der Handelnebene nach rechts drückt, dann fährt die Last nach rechts. Das entspricht genau dem Bewegungswunsch. Wir erhöhen die Kompatibilität. Dieser Lösungsansatz eliminiert eine Ebene beim Benutzer und er eliminiert notwendige Umrechnungen. Insbesondere für ungeübte Benutzer ist das eine erhebliche Entlastung. Wir steuern nicht mehr den Kran, sondern wir steuern die Last. Ich habe ein kurzes Video mitgebracht, für den Fall, dass es noch nicht ganz klar geworden ist. Dann wird, denke ich, nochmal deutlich, wie wir das meinen. Mit dem Meisterschalter kann man die Position der Last direkt steuern, ohne sich über die genauen Bewegungsmechanismen des Krans Gedanken machen zu müssen. Die gezeigte Steuerung erkennt automatisch die Position des Bedieners relativ zur Last, sodass eine Bewegung des Joysticks nach rechts stets auch eine Bewegung der Last nach rechts aus der aktuellen Perspektive bedeutet. Nutzen Sie also einfach Ihre eigene Position als Referenzpunkt und steuern Sie die Last, wie Sie es für angebracht halten. Das ist Schritt 1 unserer Auslegerspitzensteuerung. Mehrere Antriebe bewegen sich simultan, sodass am Schluss die gewünschte Lastbewegung rauskommt. Jetzt haben wir immer noch nicht die Frage beantwortet, wie kriegen wir den Bewegungswunsch an den Kran? Muss eine Kransteuerung immer Joysticks haben? Wir finden nein. Warum finden wir das? Wir haben uns angeschaut, wie sieht der Prozess der Kranbedienung aus? Wir haben eine Funktionsanalyse gemacht. Wir haben uns die einzelnen Prozessschritte angeschaut und haben uns für jeden Prozessschritt unterschiedliche Lösungen angeschaut und versucht, daraus eine optimale Gesamtlösung zu entwickeln. Ich möchte Sie da gar nicht zu tief mit reinnehmen. Letztendlich haben wir die Frage beantwortet, gibt es ein System, das jeder Mensch, ich sage mal der westlichen Welt, unabhängig von seiner Erfahrung im Bereich Kransteuerung möglichst gleich intuitiv versteht und bedienen kann? Herr Professor Scholten, Sie haben da schon exzellente Vorarbeit geleistet für meinen Vortrag. Wenn man sich diese Frage stellt, ist man relativ schnell bei einem berührungsempfindlichen Bildschirm, bei einem touchfähigen Eingabegerät. Deshalb haben auch wir uns für ein Tablet entschieden. Der Aufbau des Systems ist relativ einfach. Wir haben ein Tablet mit unserer App, Into Control haben wir sie genannt, die fungiert als Mensch-Maschine-Schnittstelle. Dieses Tablet ist drahtlos angebunden an unseren Controller. An der Auslegerspitze haben wir eine Kamera, die nach unten schaut. Das gibt es von verschiedenen Herstellern auch schon in der Serie. Die liefert eine Live-Draufsicht auf die Umgebung unterhalb des Hakens. Diese Live-Ansicht wird auf dem Tablet dargestellt, so wie man es hier im Bild sieht. Der Into-Controller vernetzt das Tablet mit der Kamera und gibt letztendlich die Steuerungssignale in Form des über den CAN-Bus an den Kran aus, sodass wir einen standardmäßigen Kran, einen serienmäßigen Kran mit Into-Control nachrüsten konnten. Wie funktioniert das? Im dargestellten Modus auf dem Tablet, das ist der sogenannte 3D-Modus, zieht der Benutzer in dem Live-Bild von der Auslegerspitze mit Hilfe einer Wischbewegung einen Pfeil. Je länger er zieht, umso länger wird der Pfeil und umso schneller fährt der Haken in die Wischrichtung. Über die bekannte Zoom-Geste, die wir alle kennen von unseren Smartphones, kann ich den Haken in der Höhe verstellen. Wenn ich eine reine Wischbewegung mache, bleibt der Haken auf der Ebene. Wenn ich eine Zoom-Bewegung mache, bewegt er sich in der Vertikalen. Der Bediener
hat eine Hakenbewegung, die immer genau parallel ist zur Wischgeste auf dem Tablet. Wenn er sich dreht, ist das völlig unerheblich. Das wird im Bildschirm immer noch im Live-Bild immer noch richtig angezeigt. Selbst wenn er sich gedreht hat und anschließend eine Wischbewegung macht, ist die Bewegung immer noch parallel zum Wischen. Durch das Live-Bild von der Kamera an der Auslegerspitze erhält der Bediener außerdem eine direkte Rückmeldung über die Hakenbewegung und wird bei feinen Positionierbewegungen unterstützt. Das Ganze haben wir umgesetzt an unserem Institut, an einem LKW-Ladekran. Die Steuerung ist aber grundsätzlich auf jeden Kran übertragbar. Wir haben verschiedene Bedienmodi integriert. Den 3D-Modus habe ich gerade schon erklärt. Wir haben noch einen zweiten Modus, wir nennen den manuellen Modus. In diesem manuellen Modus ist es möglich, durch Anpacken der entsprechenden Kranfreiheitsgrade in einem Kranmodell, das ist hier das untere Bild, direkt die einzelnen Kranfreiheitsgrade zu bewegen. Für den Fall, dass es mal sehr, sehr eng wird und ich mich nicht auf die inverse Kinematik und die automatische Ansteuerung der Antriebe verlassen möchte, kann ich so immer noch jeden Freiheitsgrad einzeln kontrollieren. Wir haben uns ganz streng an den App-Gestaltungsrichtlinien der UWP-Plattform orientiert. UWP ist die Windows-App-Plattform. Es gibt im Prinzip drei große App-Gestaltungsrichtlinien weltweit: Windows, Apple, Google. Im Prinzip ist es wurscht, welche Sie nehmen. Hauptsache, Sie nehmen eine, weil es hilft dann, dass jeder, der dieses Tablet oder diese App in die Hand kriegt, weiß, wie sie funktioniert. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Was ist das Potenzial oder bringt es überhaupt was? Was machen Wissenschaftler, wenn sie wissen wollen, ob irgendwas was bringt? Sie machen eine Studie. Das haben auch wir gemacht. Wir haben 56 Probanden eingeladen, bei uns am Kran an einer Studie teilzunehmen. Davon waren 28 Experten, also Leute mit mindestens viel oder sehr viel Kranerfahrung und 28 Novizen, Neulinge. In dieser Studie haben wir die drei Steuerungsvarianten miteinander verglichen. Zum einen eine konventionelle Joystick-Steuerung, wo jede Joystick-Bewegung einen Antrieb ansteuert, so wie Krane heute gefahren werden. Die beiden anderen sind App-Modi, einmal der manuelle Modus, wo ich die Freiheitsgrade einzeln steuere, und der 3D-Modus. Die Probanden mussten standardisierte, realitätsnahe Lastbewegungen zwischen verschiedenen Paletten mit Zielscheiben durchführen. Wir haben einfach reproduzierbare Bewegungen gebraucht. Wir haben drei unterschiedliche Bewegungen entworfen. Die Bewegung von 1 nach 2 ist eine relativ einfache Bewegung gewesen. Bei der Bewegung von 1 nach 3 oder von 2 nach 3 musste ein Sichtschutz umfahren werden, also ein Hindernis umfahren, entweder oben drüber oder außen rum. Da wollten wir unterschiedlich komplexe Bedienungen darstellen. Jeder Proband hat in jedem Modus alle drei Bewegungen gemacht. Wir haben das Ganze durchrotiert, um Reihenfolgeeffekte zu vermeiden und anschließend ausgewertet, wie schnell sind sie gewesen, wie viele Fehler haben sie gemacht und die Zufriedenheit abgefragt über einen standardisierten Fragebogen. Zusätzlich haben wir noch geschaut, wie genau die Zielscheiben getroffen werden, um die Ablagegenauigkeit zu beurteilen. Also wie genau kann ich mit der App den Kran steuern? Was kam raus? Bei der Ablagegenauigkeit sieht man, dass die Novizen mit dem Tablet eine bessere Ablagegenauigkeit erreichen. Die Experten sind mit der konventionellen Steuerung am exaktesten. Bei der Zeit liegen bei den Novizen alle drei Steuerungen sehr nah beieinander. Am wenigsten Zeit brauchen sie mit dem manuellen App-Modus. Die Experten sind mit dem konventionellen Modus deutlich am schnellsten. Es zeigt sich bei Experten und Novizen, je komplizierter die Lastbewegung, umso besser wird der 3D-Modus in der App. Bei den Fehlern zeigt sich, dass sowohl Experten als auch Novizen mit allen Tablet-Modi weniger Fehler machen als mit dem konventionellen Modus. Die Zufriedenstellung ergibt, dass sowohl Experten und Novizen den manuellen und den 3D-Modus auf der App als gebrauchstaugliches System klassifizieren. Gebrauchstauglich bedeutet auf dieser Skala beim System Usability Scale, man ist besser als 63. Spannend wird es bei der Vorerfahrung. Insgesamt lässt sich sagen, Experten sind mit der konventionellen Steuerung schneller als die Novizen. Wäre schlimm, wenn nicht. Mit der Tablet-Steuerung ist es andersrum, sind die Novizen deutlich schneller als die Experten. Was spannend ist, in allen Modi machen die Experten mehr Fehler als die Novizen. Und spätestens dieses letzte Ergebnis hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Daten sprechen diese Sprache. Wir konnten zeigen in der Studie,
dass abhängig von der Einsatzsituation und der Vorerfahrung des Bedieners die Tablet-App großes Potenzial aufweist. In Kombination, dass ich dem Bediener eine Bedienebene und damit den Umrechnungsaufwand wegnehme, er weniger Ebenen gleichzeitig verarbeiten muss, das sorgt dafür, dass der Lasthandling-Prozess wesentlich einfacher wird. Die Kernvorteile lassen sich zusammenfassen in drei Punkten. Beide Benutzergruppen machen mit allen Modi der Tablet-Steuerung weniger Fehler als mit der konventionellen Kransteuerung. Die Novizen, insbesondere die Novizen, sparen Zeit, wenn sie die Tablet-App verwenden. Bei den Experten ist das nicht so deutlich. Je komplizierter die Lastbewegung, umso überlegener ist die Tablet-App. Und letztendlich, nicht zu vernachlässigen, die Gebrauchstauglichkeit der Tablet-App ist aus Sicht beider Gruppen der konventionellen Steuerung signifikant überlegen. So lässt sich das Ergebnis unserer Untersuchungen zusammenfassen. Wir sind noch nicht am Ende, wir forschen weiter. Wir vermuten, dass die erhöhte Gebrauchstauglichkeit auch einen erheblichen Einfluss auf die mentale Belastung und die Ermüdung des Bedieners hat. Das untersuchen wir gerade. Es gibt starke Hinweise, dass intuitive Steuerungskonzepte die mentale Beanspruchung bei der Kranbedienung erheblich reduzieren können. Neben den Potenzialen, die ich gerade geschildert habe, sind wir also zuversichtlich, dass wir noch nicht am Ende sind. Und Ideen haben wir auch noch genug. An der Stelle sage ich vielen Dank. Vielleicht haben wir Zeit für eine Frage. Ansonsten sprechen Sie mich gerne an oder rufen Sie mich an. Wenn Sie meinen Kollegen noch einen Gefallen tun möchten, Sie haben bei sich auf den Stühlen kleine QR-Codes gefunden. Wenn Sie mal ein paar Minuten über haben, würden wir uns freuen, wenn Sie an unserer Studie teilnehmen zum Thema digitale Baustelle. Können Sie auch jetzt gleich machen, dann können Sie die Fragezeit effektiv nutzen. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit.